Das Angebot des soziokulturellen Bildungszentrums in Neubrandenburg im Bereich der Kulturarbeit ist vielschichtig. Dazu zählen vor allem Veranstaltungen für Familien, aber auch eine umfangreiche Wissensvermittlung auf den unterschiedlichsten Gebieten. Der stete Austausch mit den Menschen aus der Stadt brachte die Verantwortlichen des SKBZ auf eine Idee. Da haben wir festgestellt, da gibt es so ein paar Lücken, gerade was die Entstehung der Kultur ist, wie sie sich weiterentwickelt hat, heute und von damals. Und da sind wir auf die Idee gekommen und gesagt, da müssen wir was machen. Und da fiel uns ein, okay, eine Rubrik zu bilden für unsere Webseite. Und wir nannten sie Rumpelkammer. Das bedeutet Rumpelkammer, Altes neu entdeckt bzw. neu erleben. Und dazu wurde altes Filmmaterial digitalisiert, aufbereitet, geschnitten und vertont. Zum Beispiel die Eröffnung vom Haus der Kultur und Bildung im Jahr 1965. Oder zum Volksentscheid zur sozialistischen Verfassung der DDR von 1968. Die Rumpelkammer kommt gut an. Viele Menschen melden sich und bedanken sich für die Einblicke von damals. Und so soll es weitergehen. Also wir würden uns riesig freuen, wenn es Schätze geben würde. Bitte kontaktieren Sie uns, wenden Sie sich an das soziokulturelle Bildungszentrum. Und wir werden alles Mögliche tun, um das dann nachher auf der Webseite für alle Menschen hier dieser Stadt Neubrandenburg und auch Umgebung, eigentlich auf aller Welt, sich anschauen zu können. Mit der Rubrik der Rumpelkammer des soziokulturellen Bildungszentrums bekommen Ihre alten Aufnahmen neuen Glanz und eine Bühne. Wenn Sie also noch Bewegtbilder oder Tonaufnahmen finden sollten, melden Sie sich gerne unter dem eingeblendeten Kontakt.